Hallo Minecraft-Freunde, wir sind wieder auf dem Server. Diesmal habe ich Summon Let's Play dabei und Kaladi. Hallo. Wir Hallihallo. wollen euch zeigen, was es mit dem Geldscheinautomaten auf sich hat. Wir haben es leider nicht anders möglich machen können, dass man auch Globis untereinander handeln kann. Deshalb haben wir Geldscheine gemacht. Da drücke ich hier auf den Knopf, bekomme ich hier zum Beispiel einen 10-Globi-Schein, einen 100-Globi-Schein, einen 1000-Globi-Schein. Und wenn ich da auf die andere Seite gehe, Moment, Kalle, hast du das noch blockiert für mich? Ja, ich stehe hier, ich bin unsichtbar. Okay, mach mal auf für mich. Geh da mal im Kompass durch. Nee, du stehst noch drauf irgendwie. Nein, ich bin Ich würde sagen, ja, jetzt haben wir's. unsichtbar So. hier drin. Wir haben jetzt absichtlich mal die Automaten blockiert, dass wir wirklich hier alleine hier drin sind. So, und jetzt drücke ich dann hier weiter. Wichtig ist dabei, wenn ihr einen Knopf drückt, dass ihr keinen Geldschein in der Hand habt, weil sonst wird der Geldschein nämlich wieder eingelöst. So, hier, hier Ah. und hier. So, mit diesem Geldschein, den kann man auch wieder einlösen. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel auf meine Globi-Zahl schaut, ich habe da jetzt zum Beispiel am Ende 76 und ich löse jetzt den 10-Globi-Schein ein. Und dann habe ich, sollte ich zumindest, ja genau, 86, hat ein bisschen gedauert, aber es funktioniert. Wie Oder machst du ich das? löse jetzt mit Rechtsklick. Einfach auf den Zettel rechts Mit klicken oder was? dem Zettel Rechtsklick irgendwo hin und Ah, dann bekomme geil. ich die Ja, willst du was Globis wieder gut verkaufen? geschrieben kriegen. Willst du was Also kaufen gut von mir? geschrieben. So. Und wenn ihr euch die Geldscheine macht, dann wird euch das aber auch vom Konto abgezogen. Ja? Aber man kann sie ja, wie gesagt, auch wieder einlösen. Und du kannst jetzt damit auch kaufen halt, ne? Man kann auch handeln damit. Das Okay, heißt, handel man mal mit kann diese mir. Scheine auch weitergeben. Ich Ja, mach mal genau. Slash Handel. Du mal Let's Play. Anfrage. Ja, Herr machen Kalle. wir. Nein, Kalle, ich habe was Cooles für dich. Nein, ich habe was Besseres für Methos. Jetzt mache ich Ach. Kalle. Ach, Jetzt mache ich Mann. Kalle. Ach nee, Willst du der mich heiraten? Kalladi heißt es ja. Der Genau. Kalladi. Man sollte es auch richtig schreiben. So, jetzt musst du Handel annehmen machen. Ja, warte mal, vielleicht kann ich was Das hatte ich ja in dem anderen draufklicken. Tutorial schon erklärt. Handel. Annehmen. Genau. Okay. So, Dann jetzt habe ich hier. Moment, ich will ihm da nicht hier. Alter Schwede. Ne, ich mache hier 10.000 für sein Schwert. ja, okay, bin ich mit Ja, einverstanden. gut. Geben wir den Handel Okay. ein. Ja, mach ich. Jetzt hat er den Geldschein, ich das Schwert und Ja! er kann diesen Geldschein wieder einlösen. Rechtsklick einfach. So, und ich will wissen, was der, Blub, ja, es funktioniert. was Geil! Summon Let's Play da hat. Also Leute, es ist echt ein cooles System, ne? Deshalb will ich mal gucken. Handle ich mit ihm auch mal. Summon, mach mal Handel annehmen. Gibt dir bestimmt einen Genau. Dreckblock. Jetzt Oh, zeig mal, lecker. was du hast. Zeig erst, was du für mich hast. Das kommt darauf an, was du hast. Ja, okay. Das will ich sehen. Hä? Lol? Was? Aufgrund eines Minecraft-Bugs darfst du keine Items im Inventar verteilen. Und ne, Ja, dann müssen wir das nochmal du neu musst immer machen. einzeln, du musst immer einzeln reinmachen. Ja, Achso, immer okay. einzeln. Du darfst keinen Stack in der Hand haben, du musst sie wirklich einzeln reinlegen, sonst verschwindet das Nicht dein System. Ernst, oder? Ein Ja. Dreckblock, habe ich recht? Nicht nur ein Dreckblock. Aber ja, er hat den Dreckblock so schön verziert. Das gönne ich mir jetzt. Ja, ich habe 10.000 Klobis, ich bin reich. Okay, also so funktioniert das Ganze. Ihr braucht nur die Knöpfe zu drücken, dann wird euch das dann abgezogen vom Konto. Das heißt, das Geld ist dann auf diesem Schein. Und sobald ihr Rechtsklick mit dem Schein macht, bekommt ihr das wieder gut geschrieben. Das heißt hier, Kalle, geh mal bitte beiseite. Oh ja, Moment. Weil Also sonst mal wird dir das richtig Geld geil. nämlich abgezogen. Dann kannst du Deshalb nicht habe nur. ich auch diese Druckplatten hier gemacht. Ihr hört das Ja. schon, das Klackern, damit immer nur einer hier drin ist. Das heißt, sobald ihr auf den Druckplatten steht, kann kein anderer mehr rein. Aber was ich richtig cool finde, da kannst du ja mit dem Handel, kannst du entweder tauschen oder richtig verkaufen, kaufen. Das Ja, ist ja hier zum richtig Beispiel, ich geil. mache mir jetzt, Moment, machen wir hier so. Ja, man sollte dann zwischendurch auch loslassen, dann könnte es funktionieren. Nur wie gesagt, nicht mit dem Geldschein in der Hand den Knopf als drücken, weil dann löst ihr ihn ein und bekommt das Geld zurück.
Hast Und du jetzt deinen dann bekommt ihr Geldschein? ihn wieder. Ist ein bisschen blöd, ne? So, jetzt habe ich hier das 9-mal gemacht und ich löse diese Geldscheine jetzt alle wieder ein. Nein, 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 gib mir einen. Bitte, 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 bitte. Da habe ich Einfach. 7-mal gemacht, 8-mal und Nein, 9-mal. Du hast, nein. ich gebe dir 1 Million Globis einfach mal so. Du bist ja nicht ganz sauber. Nee, 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 Genau, du bist ja ganz nee, sauber, wasch dich. nee, nee. Okay, ich bedanke mich bei euch beiden. Hab da ganz toll mitgemacht. Und wie gesagt, Jawohl. hier ist das so gedacht, damit immer nur einer drin steht, damit nur einer am Automat steht. Weil wenn der zweite hier steht, kann es passieren, dass ihr das irgendwie nicht eingelöst bekommt. Weil wenn er zum Beispiel näher steht, stelle ich mal da bitte bei 10.000 hin, Kalle. So, und ich will jetzt diesen Knopf drücken. Dann wird nicht mein Geld abgezogen, sondern sein Geld und Mach er mal. bekommt auch diesen Ja, Geldschein. ich bekomme den Ja, Geldschein. das heißt, da kann ich so oft drücken, Sag wie ich mal, will. spinnst du? Ich hab's Das einfach von meinem Konto 10.000 ab. Du, du, ja, aber da kann auch nichts passieren, weil der Geldschein wandert in eure Tasche Es ist gut, es ist und gut. nicht bei mir in der Tasche, wenn ich hier den Knopf jetzt drücke. Ja, Kalle hat den Geldschein, Hey. weil bei Kalle wurde das Geld auch abgezogen. Alle. Bei dem das Geld abgezogen wurde, bei dem wandert das Geld auch hin. Und ich habe extra Danke. so Druckplatten gemacht, damit ihr ungestört eure Geldscheine sozusagen drucken könnt oder Wollen ausgeben wir handeln? lassen könnt. Wollen wir handeln? Ich sag bis zum nächsten Mal Adrian, wie und gefällt dir das? tschüss. Tschüss. Kalle? Ciao. Aha, geht doch.